Hallo Leute, ja, wir sind hier unterwegs. Ich habe hier dieses Teil letztes Mal gebaut und das muss in die, wie heißt das Ding jetzt? Oh. Exo-Auftragsplattform, die ist hier. Und da muss das irgendwie rein, aber ich habe keinen blassen Schimmer wie. Exo-Care-Initiative, 19 Tage, Kapitän H44R, Konner, Visionär. Und das jetzt hier? Was war das? Aha, da kommt eine Rakete wieder. Und da oben. Nee. Da muss es hin. Ist nur die Frage, was er noch dran kann, ne? Steht da wahrscheinlich. Schuttbündel. Schuttbündel. Kleines Schuttpaket. Keine Ahnung, wie das wieder alles funktioniert. Und hier, mittelgroßes Schuttpaket. Habe ich alles nicht. Ah, da muss noch so eine Pflanze dran. Schon fertig, ging schnell. Und das muss hier noch dran. So, jetzt muss ich nur gucken, wo ich dieses Schrottpaket noch herkriege. Ne? Kann man das hier irgendwo produzieren? Gibt es dann ein Gerät dafür? Sauerstoffmacher, mittlerer Schredder. Ich weiß gar nicht, welchen Schredder ich habe. Das war jetzt nichts. Hier ist Forschungskammer. Das ist der große Drucker. Großer Rover, Landeplattform, kleine Shuttle, mittlere Shuttle, Unterkunft, Autoextraktor. Ja, den bräuchten wir mal, ne? Gummi, Exoship und Stahl. Extra großer Schredder. Da sind wir schon durch. Entweder diesen extra großen Schredder oder aber den Autoextraktor brauchten wir mal. Exoship hing doch hier irgendwo rum, ne? Wolfram Carbid haben wir schon hergestellt. Hier nicht irgendwo der Exoship? Da. Wolfram Carbid habe ich wahrscheinlich im Rucksack, oder? Und was war das letzte, was fehlte? Stahl oder was war das jetzt? Ah, Exoships waren zwei, Stahl. Aber da waren auch zwei an dem Dingens dran hier, ne? Jetzt fehlt uns noch der Stahl. So, jetzt fehlt uns hier noch Argon. Dafür braucht man einen Extraktor. Super. Kunststoff, Glas und Eisen brauchen wir dafür. Kunststoff, Glas und Eisen. Kunststoff lag, Eisen lag doch hier. Ja. Nicht davor laufen, nicht darunter fallen, auch nicht. Glas habe ich jetzt auch nicht gefunden. Was war da Sand brauche ich für Glas eigentlich oder Quarz? Da macht man Sand, Glas draus. Quarz ist auf dem Wagen. Und das müssen wir hier reinschmeißen. Dann wird da Sand raus, oder? Glas raus, ne? Ja. Glas, Eisen und Kunststoff. Kunststoff war hier drin zu machen. Da ist Kunststoff, Kohlenstoff und Gemisch. Das sollten wir relativ schnell herkriegen. Kohlenstoff und Gemisch. Gemisch ist hier. Und das lassen wir mal produzieren. Kriegen wir den Kunststoff hin. Und der musste hier hin. Und dann machen wir den Atmosphärenkondensator. Packen wir den hier irgendwo mal gerade aus. Eine Plattform brauchen wir für den noch, ne? Jetzt haben wir hier, das ist der große Drucker. Hier, das Ding kommt erstmal runter. Und der kommt da drauf. Und dann drücken wir hier und dann Wasserstoff gibt es hier und Argon gibt es hier, glaube ich auch, ne? Nee, oder? Nee, Argon gibt es hier nicht. Aber Wasserstoff gibt es hier. Dann machen wir den erstmal. Ja, wofür braucht man den ja, ne? Methan, Stickstoff, Schwefel, Helium, Wasserstoff. Mach den weiter. Okay, das heißt, hier gibt es kein Argon, da müssten wir weiter fliegen. Was können wir da jetzt tun? Das ist die Frage.
Hier kämen wir vor, können hinter das Haus, können wir da hinterher. Nepriatel. Zaujímám pozici. Vidím nepřítele. Da haben wir eine gute Deckung, aber mehr auch nicht, ne? Kampf um unser Leben. Triff dich mit Langer. Aber wo ist der? Ah, der musste hier rechts sein, ne? Dobře, du tam. Da hinten ist er. Ano, pane. Kde je major Gazdík? Je mrtvý. Může za to ten bastard Morozov. Takže to začalo. Rudí šíří svou jedinou pravdu jménem jednoty. Z toho bude občanská válka. Zničili nám vlak. Většina naší jednotky tam zahynula. Musíme odjet co možná nejdřív. Je tu ještě jeden vlak, kterým můžeme jet. Tady je mapa města. Jestli se dostanete k tomuhle nádražnímu depu, budeme moct obsadit jiný vlak. Dávejte pozor. Rudí nejspíš vědí, že hledáme nový vlak a budou depo urputně bránit. Já tajně svolám svou jednotku a připojíme se k vám v depu. Počkejte tam na nás. Kampf um das Leben immer noch, ne? Jetzt müssen wir gucken, dass wir in dieser Richtung kommen. Bejte na bablach! Bejte na bablach! Sakra! Připravte se na boj. Vaše rozkazy, pane? Nepřítel spustil poplach. Moudrá volba. Hledám kryt. Hier muss auch irgendwo einer sein, oder was? Da sind zwei. Wo ist der Speer? Podívám se, co tam je. Nepřítele. Poslouchám. Jdu do útoku. Ano, pane, provedu. Vidím nepřítele. Samozřejmě. Postarám se o to, pane. Dle rozkazu. Vidím nepřítele. Našli jsme ho. Kapitán Langer měl pravdu. Je tam vlak, který nás odveze do Vladivostoku. Měli bychom sehnat co nejvíc paliva, zatímco budeme čekat na zbytek legionářů, kteří jsou nasazení v Moskvě. Červení asi nebudou mať radosti, že se jim snažíme prebrať vlak. Tento raz se ani nebudou obťažovat, aby nám povedali, že máme zložit zbraně. Sichere den Zug, jo. Aber da ist noch einer. Rozumím. Kto zde? Jo, pravě. Wo sind sie denn? Da, okay. Zaujímám pozici. Nepriatel. Jdu do útoku! Ano, pane, provedu! Rozkazy! Připravený! Budeš v pohodě. Jste! Jdu do krytu. Polici, hned! Vidíš mě, priatela! A jsem zraněný! Povídejte! Schon wieder ein? Tenhle je můj! Postarám se o to. Čekám. Už jdu! Jsem raněný! Hledám kryt. Chvílí po mně! Diavolština! Rozkazy? Jdu do útoku! Wer ist jetzt wieder erwischt? Ah, hier ist noch nichts zu Ende gebaut.
hier können wir auch noch abreißen machen. Wie ist denn das, wenn ich hier jetzt... Oh, das ist zu hoch, aber ich könnte es hier rüber... Ah, das wäre schon sehr, sehr weit darüber, ne? Hier könnte man gut dicht machen, ne? Lass mal so. 2,3 Tage. Was macht der Damm? Ich glaube, da ist nichts passiert. Da wird auch nichts passieren so schnell. Wir haben ja noch nicht mal hier die Treppe fertig. Da brauchen wir Bretter für. Und wenn wir Bretter brauchen, bedeutet das, diese Wasserräder müssen sich drehen. Und wenn die sich nicht drehen, dann läuft es nicht gut. Wie sieht es mit Esseneinlagerungen aus? Was gibt's hier? Sonnenblumenkerne haben wir wohl nicht. Karotten haben wir 200. Da keine Sonnenblumenkerne. Und da haben wir nochmal 200 Beeren. Das Holzlager ist rappelvoll. Da ist nichts fertig, da ist nichts fertig. Ist jetzt nicht so dolle. Das bedeutet, ein Gebäude benötigt Materialien. Kartoffeln, okay, die haben wir nicht. Aber das sind hier Kartoffeln, ne, das sind Sonnenblumen. Karotten, wir haben gar keine Sonnen... Ah, doch, auf dieser Seite haben wir die eigentlich angepflanzt, aber... Hier sind keine. Nahrung? Ne, das war nicht Nahrung. Wollen wir Büsche pflanzen? Ne. Getreide pflanzen. Kartoffeln. Aber sieht so aus, als ob ich das schon gemacht habe, oder? Aber da passiert nichts. Keine Ahnung, warum nicht. Ist zu weit weg von der Basis? Nein, oder? Ah, hier hinten wäre es zu weit weg, aber der vordere Bereich klappt da noch. Ah, ich sehe schon was hier. Da fehlt ein Weg, deswegen wird das mit dem Dingens nicht gebaut. Hier ist gar kein Wasser dran. Da fehlt auch noch... Ah, Zahnräder fehlen da. Und die sind hier, da fehlen Bretter. Holz ist schon da. Wir müssen unbedingt gucken, dass wir hier die Dingens kriegen. Oh, jetzt fängt die Dürre an, jetzt wird's ernst. 5,8 Tage. Ich glaube, das sollte keine Schwierigkeit für uns sein. Hier ist tatsächlich auch das Wasser etwas tiefer, ne? Wo läuft denn hier das Wasser lang, wenn ich das aufmachen würde? Bis da kann es auch nicht. Ah, das wäre schlecht, wenn es hier reinläuft, weil da ist was, was wir abbauen können, ne? Das wäre nicht so prickelnd, glaube ich. Das Wasser verschwindet hier noch gar nicht. Ja, dann baut man noch schön, ne? Vielleicht kriegen wir hier noch was. Ach, guck mal, der Dürer ist hier angekommen. Ah, weil wir aufgestaut haben, deswegen ist ja klar. Das ist alles aufgestaut von uns. Sehr interessant. Okay, das geht bis hierhin aber nur. Und hier verdunstet es dann, oder wie? Ja, jetzt geht es hier langsam zurück da. Hier ist es aber noch dran. Okay. Verlässt das hier irgendwo die Karte eigentlich? Ja, eigentlich da. Hier passiert natürlich nichts, weil jetzt keine Bewegung im Wasser ist, ne? Also ich glaube, wir müssen uns nochmal um die Dinge kümmern, um die Versorgung mit Strom hier. Da läuft was nicht richtig. Eine Windmühle könnte man zum Beispiel bauen. Okay, dann müsste man hier noch ein T-Stück bauen. Energieversorgung ist blockiert, aber das können wir doch hier mal gerade abreißen, oder? Gebäude abreißen. Ja. Und so ein T-Stück dahin bauen. So. Und das machen wir auf hoher Prio. Und dann, das Große geht ja nicht hin, dass wir bestimmt mehr Fläche... Oh doch, das würde auch gehen sogar. Ah, wir müssen ihn noch freischalten, okay. Aber das machen wir.
Gut, wollen wir hoffen, dass das funktioniert. Ja, hallo. Wir sind wieder in Dave the Diver, haben hier noch, wo die Ströme fließen und hilf Ellie. Wir brauchen blaue Muscheln 3 und braune Muscheln 3. Und wo die Ströme fließen, Computership, Motor und Kameralinse. Das müssen wir alles finden. Also ich schätze mal, wir machen erstmal Ellie und dann gucken wir weiter. Ne? Wir haben erst morgens, das heißt, wir können jetzt definitiv hier ins Wasser springen und dann geht's los. Der Delfin. Da soll ich wohl mitkommen, ne? Huch, du musst dir vielen verhängt sein. Warum sieht es so aus, als wäre er es eilig? Ich frage mich, ob da irgendwas nicht stimmt. Apropos, der Amazonas-Delfin ist diesmal gar nicht zu sehen. Ich sollte ihm folgen. Folge dem Delfin. Oh, der ist da gefangen. Oh, der Amazonas-Delfin. Piraten müssen ihn verbotenerweise gefangen haben. Ich sollte schnell sein Netz aufschneiden. Ich hab's geschafft. Beiden sind kuschelig wieder. Ein Herzchen. Was kriegen wir? Bestimmt eine Perle oder so. Nix. Oh, sie haben noch ein Geschenk hinterlassen. Also doch. Ich hoffe, dass keiner von ihnen nochmal erwischt wird. Großer Goldbarren. Okay. Was ist mit den Delfinen passiert? Immer erledigt. Gott, jetzt geht's um die Dinge. Ich sag schon, Muscheln. Keine Ahnung, wo ich die finde. Sauerstoff ist noch 94. Hier ist was. Blaue Muschel. Sehr schön. Da ist nochmal Otchin. Da ist eine rote Dingens. Ich glaube, die braucht man auch, ne? Rote Stern, oder? Da ist Sauerstoff, den brauchen wir noch nicht. Da ist aber eine Muschel. Braune Muschel war das. Und hier. Giftharpune. Da unten ist noch eine Muschel. Komm, dann sammeln wir gerade alles auf. Holz. Was haben wir hier? Den Booster da. Den Knüppel, aber den brauche ich glaube erstmal nicht. Da ist noch so ein kleiner roter. Und die ist besser, die Waffe. Drei Schuss ist glaube gut. Da ist noch eine Waffe. Ja, geh du mal weg, ich will hier gerade was aufsammeln. So, braune Muscheln haben wir, jetzt brauchen wir noch blaue Muscheln. Und wir müssen über den Sauerstoff nachdenken. Sind wir da nicht eben irgendwo dran vorbeigekommen? Ich glaube schon, ne? Ja, ich weiß, dass wir eine Luftwarnung haben. Oh, da ist er. Wieder voll. Gut, jetzt gehen wir mal hier links rum. Hier haben wir nochmal ein Seil. Und hier ist nochmal eine Muschel. Eine blaue Muschel brauchen wir noch. Das ist ein japanisches Schwert, das ich jetzt nicht haben möchte. Nehmen wir mal den Kochtopf mit. Schwarzer Essig. Da ist Munition. Wie tief können wir eigentlich? Weiß ich gar nicht. Da ist auf jeden Fall ein böser Fisch. Warte mal, hier ist ja noch Glas. Das nehmen wir nochmal mit. Da sind Fragmente, die brauchen wir bestimmt auch.
Wo war das? Das ist die gute Frage, ne? So Migranten kriegen. Und Nahrung nur noch für 8 Tage. Zugang, das haben sie alles, ne? Wohnraum. Ja, Einrichtung. Hier Fisch fehlt zum Beispiel. Aber sieht nicht so aus, dass es unbedingt sein muss. Ah, hier ist jetzt das, was wir brauchen. Feuerstellen. Nahrung ist okay. Toiletten sind zu wenig. Aber vielleicht fixt das gerade erst. Gasthaus haben wir auch nicht. Badehaus haben wir auch nicht. Kampfgruben haben wir auch nicht. Bühnen. Da müssen wir mal gucken, ob wir Bühne bauen können, ne? Ne, können wir noch nicht. Ups, das war die falsche Taste. Das können wir bestimmt alles noch nicht machen. Badehäuser. Können wir auch noch nicht machen. Umwelt. Schwimmen fehlt, Straßen sind ganz schlecht, ja. Harmonie. Bäume. Aha, vielleicht sollen wir Dekorationen mehr haben, das könnte sein. Haben wir hier nicht Deko? Warte, Deko machen wir hier irgendwo hin. Ne, da war es nicht, hier war Dekoration. Da kommen sie vorbei. Da kommen sie vorbei. So sieht es auch besser vielleicht aus. Vielleicht wird das was mit der Deko da. Gut. Toilette. Warte mal, wir wollten hier über den Weg ja gehen. Dienstleistung, ne? Ne, Dienstleistung war das gar nicht. Religion, ja. Toiletten, doch, hier waren sie. Ah, das wird aber mehr, 41, weil das noch frisch war. Gut, Brunnen könnte noch einer mehr wahrscheinlich sein. Genauso wie Feuerstelle nicht unbedingt, aber Stadtschreier können wir noch einen brauchen. Den machen wir hier unten hin. Stadtschreier, da ist er. Den machen wir mal dahin. Gut, okay. Sachen alle gucken, die wir brauchen. Und das Erste, was es war, war, wir wollten schauen, dass wir Leute noch dazu kriegen. Das hatte ich letztes Mal dann auch wieder vergessen. Warte mal, das war hier, da, war das hier? Ja, hier war das. Hier kann man dann die Leute hinzuholen, ermächtigen. 7 Leute, wir haben 17. Ich weiß aber gar nicht, wie viel... Ja, wir nehmen sie einfach mal alle 7. Adlige Einwanderer sind jetzt 41,1. Einheimische 59%, ehemalige Sklaven gibt es nicht. Okay, das sieht erstmal ganz gut aus. Zugang hatten wir, glaube ich, schon letztes Mal geguckt, ne? Dienstleistungen, was fehlt uns denn? Essensstände könnten ein bisschen mehr sein, aber vielleicht kommt das noch, weiß ich nicht. Umwelt. Religion ist klar, Beschäftigung haben die Lob alle, ne? Die Regierung, ja, das müssen wir mal schauen. Wie viele Schlafmöglichkeiten haben wir denn? Hier sind ja noch ganz frei hier, ne? 2, 4. Warte mal, das ist. Ne, Verbesserung steht da. Da steht nicht, wie viele da drin sind, oder? Aber wir bauen hier unten ja noch Häuser mit Etagenwohnungen und so. Das sollte alles noch fertig werden und dann haben die auch eine Behausung. Marktstände sind hier. Wir haben aber nur Fleisch und Gemüse hier. Naja, aber ist ja schon mal was, ne? Obst haben wir nicht, aber wir hatten, was haben wir für eine Plantage? Achso, die ist jetzt gerade nicht bepflanzt, weil Winter ist.